Wollt ihr lieber eine ausgiebige Bike-Vorstellung oder wollt ihr lieber die Shorty-Vorstellung von Marcel? Ich bin der Meinung, ihr wollt kein großes Gequatsch, ihr wollt einfach nur wissen, was wir für Komponenten haben. Achso, die kann man... Warte, der muss seine Kamera jetzt anmachen. Läuft schon, wow. Wow. Bleib so! Weit weg, Alter, weit weg! Los, Lehmboy! Ja, ja. Meine Zeit ist abgelaufen, Alter. Meine Zeit ist abgelaufen. Bin der ganz runter, oder was? Klar. Ganz runter? Ja, ne? Ja. Sieger. Sieger, was bin? Sieger. MDE-Bikes. Neue Line? Neue Line, Alter. Jo! Junge! Ist neu, Alter. Ach, hier kommt so ein Ding ins raus, okay. Ja, Beton. Warte mal. Ah. Nein, ich bin zu lame, Alter. Meine Zeit ist abgelaufen, Alter. Das ist eine Geschichte. Oh, die Damen. Zu Hause. Machen wir. Ah. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. So. Wollt abhauen. Ich hau ab, genau. Was soll ich euch erzählen? Vielen Dank. Wir danken dir. Eine Ehre. Hier hat alles begonnen, ne? Da am Platz hier. Liebe vor 4 Jahren begonnen hat. Ja, tatsächlich. Hier haben wir uns getroffen, ne? Ja, hier war mein Ausstieg. Ja, da hat er uns vorgelabert, ey. Ja, genau. Er ja, wollte nicht mal. Wollt, ja, ey, seid so cool. Ey, wollt ihr nicht meine Freunde sein? Ja. Ich kenne da, so einen Trailtechnik-Verein. Die können ich mal zeigen, habe ich gesagt, ne? Stimmt. Hat er gesagt? Deswegen. Manchmal. Ja. Trailhouse, ne? Trailhouse. Trailhouse, genau, richtig. Ja, ja, ja. Ja. Ein bisschen Werbung für Rock My Trail in dem Sinne, ne? Rock My Trail. Ja, Christian, vielen Dank. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Mann. Danke. Wir werden jetzt hier noch das letzte bisschen aus unserem Akku quetschen. Aus dem vollen Akku. 80%, ja. Dann gucken wir mal. Also so viel Lust habe ich auch nicht mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Hör auf! Mit dem 80% noch! Das nutzen wir auch. Guck mal das Wetter an! Wir ballern heute bis zum Akku schlapp. Leer ist. Ich bin schlapp. Trotzdem ist er immer noch schneller als ich. Ja, ein Deal wäre, ich fahre noch einmal DH mit. Was ist DH? Ja, komm. Der hier rauskommt. Okay. Ach, guck mal, er macht weiter. Machen wir weiter. Bis also, gleich. Ihr seht mich. Also nochmal ein Verabschiedungsvideo machen wir nicht. Ja. Also wenn er gleich weg ist, ist er weg. Ja, weg ist weg. So, ihr habt schon sehr viel anfangen gekriegt. Was für Bikes habt ihr, was für Komponenten habt ihr. Jetzt erfahrt ihr es. Also. Ja, Levo Rahmenkit, Specialized, Modell 22.
Ja, was soll ich sagen, großartig. Öhlins 38 verbaut. Genau, Öhlins 38. Meine bewährten DT Swiss Laufräder kann ich jedem empfehlen. Unzerstörbar, also die haben schon alles durchgemacht. Conti, unsauberes Fahren, genau. Halten die gut aus auf jeden Fall. Ja, diese Saison fahre ich Conti. Dann die neuen F22 Pedale von Hope. Genau, er macht das schon. Ich brauche hier nichts mehr sagen. Shimano, 11-fach. Die guten Maxima. Zu Shimano sollte man vielleicht was sagen, das ist die neue Linklight. Das ist die spezielle E-Bike-Schaltung, 11-fach, richtig geil. Kannst mal unter Last schalten. 50er Kettenblatt hinten, tatsächlich gut zum Klettern. Ich habe keinen Nachteil zu einer alten 12-fach, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, nur Vorteile, ist günstig und echt haltbar. Ja. So, genau. One-Up-Sattelschütze mit 180 mm ist natürlich verstellbar. Dann, wie gesagt, die Maxima, Carbonlenker von OneUp, Vorbau von OneUp. Ja, das war's auch schon. Und natürlich, ganz vergessen, hier. Hi. Push 11-6 Dämpfer. So, ja, jetzt kennt ihr Mitschanrad. Meins folgt zugleich. So, mein Fahrrad ist ein Specialized Levo Pro. Fuchs 38, Carbonlaufräder von Roval. Du fährst eine Fuchs 38. Ach, Wollt ihr lieber eine ausgiebige Bike-Vorstellung oder wollt ihr lieber die Shorty-Vorstellung von Marcel? Ja, genau. Bitte in die Kommentare. Bitte in die Kommentare. Also ich bin der Meinung, ihr wollt ein paar mehr Details und ein bisschen mehr, dass wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Und ich bin der Meinung, ihr wollt kein großes Gequatsch, ihr wollt einfach nur wissen, was wir für Komponenten haben. Achso, die kann man auch anhand unserer Videos erkennen. Da so, braucht man nicht viel zu sagen. Ich habe Öhlins 38 verbaut. Ich habe Trickstuff Direktissima verbaut. Ich habe ein Öhlins Dämpfer mit 165 mm Federweg dank meinem Cascade Link. So, dann habe ich Link Tatzenpedale, dann habe ich Das ist so untypisch. Ja, guck mal, der hat hier eine spezielle Feder drin, weil das sonst nämlich nicht funktionieren würde. Jo, so muss Sachen, doch keiner wissen. So eine Sache müssen die Leute doch wissen. Das müssen die uns doch fragen. Du hast ja jetzt hier eine Feder drin, die kann man einstellen. Das ist eine progressive Feder. Progressiv, wollte ich gerade sagen. So. Dann haben wir Access Schaltwerk. Richtiges Müllzeug. Das ist das Beste. Richtiges Müllzeug. Hier, Access, guck mal hier. Pilz. Hier, Access Sattelstütze. Ja, die ist gut. Funktioniert wunderbar. Akku ist leer. Roval Traverse, Laufräder. Nee, du hast. Hinten habe ich eine Reserve drin. Von Santa Cruz, geile Dinger. Da ist kein Santa Cruz. Wo ist Santa Cruz? Ja, hast du wegpoliert. Ja. Yeah. So, vorne habe ich noch eine kaputte. Da sieht man, zeig mal kurz die Speiche. Letztes Mal gebrochen. Ich fahre immer noch damit. Das ist eine richtige Schlampe. Gut, er läuft. Mein Fahrrad läuft. Läuft. So, das war's schon. Kamera läuft. 3, 2, 1. Drei, ein, zwei. Der ist hart! So harte Kurven! Irgendwie cooler in Erinnerung. Alter. Alter, hart im Finale. Was? Ich bin viel zu wenig trainiert. Ja. Das kommt, wenn wir da sind. Ich hoffe es.
Junge, ich merke, dass ich Dingens gefastet habe, Alter. Mein Körper ist entgiftet. Ich war die letzten Wochen, wo zusammen war, ich immer schlapp, immer. Jetzt bin ich wieder fit, Alter. Deswegen mache ich das auch immer gerne. Da merke ich immer sofort den Unterschied, ey. Ja, glaube ich dir. Das waren 6 neue Trails heute, glaube ich. 5 oder 6, ja. So, der Michi ist platt. Jetzt muss der Lameboy vorfahren. Du fährst vor. Ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin noch nicht bereit für Finale. Ja, los. Ja. 3, 2, 1! 1, 2, 3! Ah, ich kacke! Ist er wieder drumherum gefahren? Ich auch, Alter. Bescheuert. Der kommt so plötzlich. Liebe diese Kurven, Alter. Hä? Richtiger Lameboy geworden. Ah, können wir uns sparen, das letzte Stück. Können wir uns sparen, das war jetzt nur mit den beiden Sprüngen da drin. Oder? Weißt du, was mir jetzt mittlerweile fehlt? Das ist wusch, wusch in den Kurven, Alter. Wenn der Anleger kommt, muss ich mich so reinfallen lassen, dann ist es weg. Ja, aber hast du irgendwas verstellt? Nein. Nichts gemacht, ey. Shimano! Shimano. Das ist ein komischer Sprung, Alter. Hä? Nee, genauso. Ja, ich auch. Und besser? Deutlich weniger, ey. Deutlich. Ja, und spürst du Nachteile jetzt? Ja. Gieße. Ich bin ja nicht gemerkt. So. Ich lasse jetzt mal so. Fahr nächste Tour auch so. Ja, ja. Dann denkst du irgendwann gar nicht mehr dran. Und auf einmal, oh, ja. Tue ich mit dem Lenker jetzt. Was ist mit dem Drop da? Kann man den einfach springen? Welcher? Der, ach, das ist der Trail doch gar nicht. Nee, ich bin woanders. Ja.
Oh ja, schön. Alles gut? Ja, muss man einfach sagen, die Maxima ist echt stark. Die Maxima ist echt stark. Wirklich. So, wir haben fertig. Ich muss sagen, war eine richtig mega geile Tour. Richtig mega war es diesmal wieder. Außer mit meinen Problemen mit dem Fahrrad. Aber sonst war alles top. Also muss ich wirklich sagen, hat richtig Bock gemacht heute. Hundertprozentig. Danke nochmal. Danke Christian. Mega. Dankeschön. Ja. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke.